Okay, herzlich willkommen hier bei der Grünen Horde. Wieder ein Firestorm Report. Und zwar diesmal Mission 4 von den Valhalla-Missionen, glaube ich, sind das, gell? Ja. Kurz zu dem, was man hier sieht. Wir haben wieder mal die Dithendrenzi gegen die Terraner. Das heißt, der Hank hier drüben gegen den Everlast. Und folgende Situation stellt sich da. Die Forschungsstation der Terraner baut gerade oder entwickelt, nennen wir mal es will. Repariert, fertigstellt das Tyrant-Class Battleship. Genau, das große Dickschiff. Dieses hat noch 4 Schadensmarker. Ich darf in jeder Endphase einen reparieren und mich dann entscheiden, das in der nächsten Runde starten zu lassen. Derzeit sollte ich auf jeden Fall den Fire Control Offline reparieren, denn sonst kann es nicht schießen. Main Drive Failure ist sinnvoll, da es sonst nur Half-Speed und nicht drehen kann. Da die Asteroiden kommt, fliegt er dann da durch, muss einen Manövertest machen, nimmt wahrscheinlich Schaden. Wäre ungünstig. Ja, wäre ungünstig, also ist der zweite, den ich reparieren möchte. Danach denke ich eigentlich, dass ich losfliege. Shield und Point Defense Network wäre noch genau kaputt. Mal abgesehen von der Station und dem großen Dickschiff haben die Terraner noch 4 Fregatten dabei zum Verteidigen. Und 2 Staffeln kleine, 4 Fighter und 6 Bomber. Die starten erst mit der ersten Aktivierung der Station. Genau, und auf der Seite der Dithendrenzi, die, was sind's, 3 Kreuzer, 3 Fregatten? Jawohl, 3 Kreuzer, 3 Fregatten, der Vorhut. Die wollen genau das verhindern, dass das neue Battleship zum Einsatz kommt und wollen die Forschungsstation, die Valhalla, sturmreif schießen, dass das Battleship entweder unreparierbar ist oder halt dann einfach auch kaputt geht. Dem Schwenk zerstört wird, bevor sie vertrieben werden. Die Dithendrenzi gewinnen, wenn sie entweder das große oder die Station oder das Battleship zerstören. Genau. Das ist so die Grundinformation. Das heißt, wir werden jetzt in aller Ruhe die Initiative auswürfeln und den ersten Zug machen. Und dann sehen wir uns nach Zug 1 wieder. Je nachdem, wer anfängt, wir werden es erleben. Also bis nachher. Ciao. Okay, dann Ende vom ersten Zug. Die Dithendrenzi haben begonnen, haben die Initiative gewonnen, haben sich aus der Formation rausbewegt, nach vorne alles, was so gegangen ist, in Richtung der Valhalla-Station gesammelt. Das ist das einzige Ziel. Wenn die tot ist, ist das Spiel vorbei. Ja, man sieht hier sehr viele Würfel. Insgesamt, was wurde gewürfelt? Genau, fangen wir mal an. Und zwar mit den Kinetic Weapons. Und zwar wurden hier 11 Treffer gewürfelt. Ich habe die Abwehr gewürfelt, ich habe gut angefangen. Ein Sechser gewürfelt, durfte noch einen zusätzlichen Würfel würfeln, der hat da auch nichts abgewehrt. Damit habe ich das nur auf 9 reduziert, was gerade mein Critical Rating ist. Bei 8 wäre es nur ein Schadenspunkt gewesen. Daraufhin durfte er den Crit würfeln. Ich habe eine 7 gewürfelt für einen Halbreach, 2 Schadenspunkte und ein W3 Crew Damage. Und er hat mir 3 Leute getötet. Genau. Ich hatte 8 an Bord. Und den Schaden für das Battleship haben wir auch noch gewürfelt. Eine 3 passiert nichts. Dann sind die Torpedos angeflogen gekommen, relativ gut gewürfelt für die 8 Torpedos. Die Point Defense hat aber gut dagegen gehalten und den Rest haben die Schilde absorbiert und haben die Torpedos komplett negiert. Kein Effekt der Torpedos. Ein recht schöner Würfelwurf, aber auch relativ gut verteidigt auf Seite der Terraner. Ja. Kann man also definitiv so stehen lassen. Genau. Genau. Nächste Aktivierung sind die Fregatten der Terraner. Wir sehen uns, sobald sich die bewegt haben und gewürfelt wurde. Bis nachher. Also dann, weiter im nächsten Zug, in den Zug von den Terranern. Die Fregatten sind reingekommen, haben sich wunderbar in der Breitseite zu den Dithendrenzi-Fregatten aufgestellt, so wie es sich gehört. In meinem optimalen Reichweite zwischen 12 und 16 Zoll, sodass die Torpedos über 12 sind. Und die Breitseiten noch unter 16, damit habe ich 6 Würfel in Breitseiten, also immer 2 Fregatten legen zusammen. Die erste hat gewürfelt und nur 2 Treffer erzielt, kein Effekt. Nichts passiert. Die zweite hat 5 Treffer erzielt. Einen Jordan. 6 wäre kritisch gewesen. Und dann haben die Torpedos geschossen, mit denen ich nicht wirklich gerechnet habe. 7 Würfel gegen die Point Defense. 7 Würfel hatte ich ursprünglich, da liegen 8. Ich habe 12 Schaden Treffer gemacht, er hat einen abgewehrt. Gott sei Dank kein Doppelkrit. Kein Doppelkrit, ist trotzdem tot. Die ist weg einfach. Mausi tot, das heißt, der Außere beschädigt, der Außere weg, der Mittlere beschädigt, der Letzten ist nichts passiert. Bei der einen wurde einfach ein Fusionstank erwischt und die hat eine katastrophale Implosion, ist sie vergangen. Ja, so könnte man es beschreiben. Dann war das Ende von dem terranischen Zug. Dann sind die Dithendrenzi wieder. Da sind jetzt die Dithendrenzi-Kreuzer dran und wir sehen uns, wenn sie sich bewegt und geschossen haben. Wir werden es erleben. Bis nachher. Ciao. So, dann Ende der Dithendrenzi. Die Kreuzer haben sich in die Formation wieder reinbewegt. Man sieht, es liegen viele Würfel, wo viel passiert ist. Die können auch ordentlich austeilen. Everlast hat es schon mal öfters erzählt. Sag einmal an, was haben wir hier so gehabt?
Die Gunwrecks haben sich die leichteren Ziele ausgesucht, weil es zur Station zu weit ist. Also haben wir uns die Fregatten genommen. Beim ersten hat nur ein Treffer, also ist nichts passiert. Beim zweiten, der wurde nicht abgewehrt, konnte ein Schadenspunkt erwürfelt werden. Und beim dritten wurde der Schaden abgewehrt und ist nichts passiert. Dann haben die Torpedos relativ gut nach vorne gewürfelt, aber die Point Defense der Station war überragend, genauso auch die Schildabwehr, also die sind massiv der Station. Die Torpedos sind aufgehalten worden, sind weg. Dann kamen allerdings die Kinetic Weapons. Und viele Würfel, mit vielen Punkten. Das waren mal 16 Würfel zu Anfang. Und zwar wurde es ein Doppelcrit. Ja, es sind 8, es sind 14 plus 7 und ich habe 3 abgewehrt, bleiben 18, es ist immer noch ein Doppelcrit, 8, 9 ist das Critical Rating, 2, 18 wäre das Doppelte und die Crits würfeln wir jetzt live aus. Genau, dann würfelst du mal die Crits. So, der erste ist eine 7, wir haben insgesamt bereits 2 Punkte Schaden genommen. Die 8? Die 8 ist der Crit Fire. Das heißt, das Modell kriegt einen Hazard-Marker und verliert einen Crew-Point. Du darfst es allerdings verändern, du könntest auch Shield Disabled nehmen. Das hört sich eigentlich besser an. Shield Disabled hört sich besser an für die Station, weil die dort 3 Schilde, die tun schon richtig, richtig. Die können ein bisschen was fangen, ja. Das ist so. Dann der zweite Crit. Zweiter Crit. Jawohl. So, der zweite Crit. Ein Doppel-Eins. Die Schlangenauge. Snake Eyes. Ja, die Station hat jetzt bisher 4 Punkte und jetzt verliert sie noch einmal 2W3 durch den Reactor Overload. Das sind ja mindestens 2, wenn du jetzt 2. Du hast entweder einer 5 plus, einer irgendwas oder 2 3 plus, glaube ich. Du musst eine 5 plus, eine. Und, ja, 5 plus macht 3 Schadenspunkte. Und die und dann nochmal ein, ja, eine 5 plus und der ist auf jeden Fall tot. Oder 2 mal 3 plus. Okay, schauen wir mal. Würfel mal. So. Und zwar. Eine 5 plus. 5 und eine 3, ja. Die Station ist tot. Hat relativ schnell Peng gemacht. Okay, das Problem ist noch, es gibt noch weitere Schäden. Du hast einen Doppelcrit gewürfelt, das heißt, du darfst zweimal fürs Battleship würfeln, noch bevor die Station ist. Schauen wir mal, was passiert für das Battleship. Okay. Das Battleship bekommt einen Punkt Schaden. Einen Schaden für die 4. Und erhält einen weiteren Crit. Also mindestens 2 Punkte Schaden. Den schauen wir mal, was da rauskommt. Okay. 11. Eine 11. Darfst du es auch auf 12 erhöhen mit deinem Plus 1? Da jetzt nicht. Das nicht, gell? Ich glaube auch. AP reduced to 0. Also der könnte nicht mehr bohren. Wenn du auf 12 dürftest, würde der Full Drive Rupture, aber ich glaube, das darfst du nicht. Also. Oh, massiv was der Schaden. 0, das machen wir mal so. So, jetzt explodiert die Station. So, vorsichtig. Die muss nach vorne raus. Nach vorne? Es geht nur nach vorne. So, Valhalla hat sich damit jetzt erledigt. Jetzt bekommt jeder in 4 Zoll, also das Battleship, das Doppelte an Hullpoints, also 16 Würfel, die als Indiscriminate Attack gelten. 16 Würfel? Wow. Wobei es, also nur für mich jetzt persönlich, in der Theorie wäre es eigentlich egal, weil die Didn't Renzi haben gewonnen, wenn die Valhalla ja, tot ist. Das aus Prinzip. Ja, ja, nein, es gehört dazu, ist schon klar, aber nur für mich selber, es wäre eigentlich... Ja. Ja, wenigstens tust du das nicht auch noch zerstören. So. Und dann noch einer zum Wiederholen. Ein Sechster nochmal. Und schauen wir mal. Hier, wir sind. Ist ein Battleship mit 6 gerade so erreicht, wäre ein Schaden. Ich habe aber die Schilde dagegen. Wobei die Schilde nicht. Ah, nee. Schilde sind nicht, noch nicht repariert. Nicht repariert, also ein weiterer Schadenspunkt. Das heißt auch, das Battleship ist schon auf halbe Hullpoints. Dieses Spiel weiter zu spielen macht für mich nicht wirklich viel Spaß, weil du schießt nicht einer, du schießt beide ab in dem Spiel. Glaube ich. Die Fregatten würden auch noch dran glauben müssen. Das wissen wir schon, ja. Die Fregatten fliehen. Die hauen jetzt ab, das hat sich erledigt. Okay, ich glaube, wir werden das Spiel nochmal wiederholen, damit es vielleicht für alle interessanter ist. Ja, also so war das jetzt eine relativ kurze Angelegenheit. Das war vorfliegender Didn't Renzi, draufhalten,
So, ja, so mag ich das. Die Railguns in Bestform. Hat Peng gemacht, damit war das Thema erledigt. Ja gut, nein, dann war das das Ende dieses Spielberichts. Wie es der Henk schon gesagt hat, werden wir das wahrscheinlich nochmal machen, weil irgendwie... Das war nicht wirklich spannend. War irgendwie kurzlebig. Naja, und auf alle Fälle sage ich mal danke wieder fürs Zuschauen. Das war Mission 4, den Drenzy gegen Terrana, sprich der Everlost gegen Henk. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Firestorm. Ich sage danke und bis dann, ciao.